Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch eine Industrieruine, die ich im letzten Video mal kurz angeschnitten hatte. Ich dachte mir einfach, das würde ganz gut passen, wenn wir jetzt eben hier mal einen Blick hineinwerfen. Außerdem tut sich wohl aktuell wieder etwas auf dem Areal, aber dazu gleich mehr. Sollten euch Verlassenorte hier in Ostdeutschland interessieren, dann schaut gerne mal auf unseren Kanal. Dort findet ihr jede Menge Lost Places und deren Geschichte. Abonniert uns also, wenn euch dieses Thema nicht nur interessiert, sondern wenn ihr vor allem auch jede Woche ein neues Video dazu sehen möchtet. Jetzt geht es aber erstmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch das einstige Buchbindereimaschinenwerk von Karl Krause. Nur noch selten findet man in den größeren Städten solch große Industrieruinen wie die von Karl Krause. Die Geschichte dieser imposanten Anlage ging weiter zurück als erwartet und so starten wir unsere Geschichtsreise im Geburtsjahr des Firmengründers. Johann Gottfried Karl Krause, so sein vollständiger Name, kam als 11. Kind der Familie Krause am 29. November 1823 in der Nähe von Eilenburg zur Welt. Schon mit 8 Jahren wurde er zum Halbwaisen, als sein Vater starb. Seine Zukunft sah damals schon nicht so rosig aus, auch seine Kindheit war von Arbeit und Entbehrungen geprägt. Mit bereits 15 Jahren kam er nach Leipzig, um als Laufbursche in einem Café auszuhelfen. Seine guten Leistungen blieben dort nicht ungesehen, was sich im wahrsten Sinne einige Jahre später noch auszahlen sollte. Zukunftsorientiert sah er sich allerdings zu mehr berufen und so absolvierte er ab 1842 bis 1846 eine Schlosserlehre. Im Anschluss ging er für 2 Jahre auf Wanderschaft in die Schweiz und kehrte schlussendlich 1848 hierher nach Leipzig zurück, wo er nun begann, für mehrere Maschinenfabriken als Geselle zu arbeiten. Nebenbei verstand er es, sich selbst aus- und vorzubilden, was sich wenig später ebenso lohnen sollte. In dieser Zeit kam nicht viel rum, dennoch sparte Krause, wo es eben ging, bis er 1855 mit der finanziellen Unterstützung seines ehemaligen Kaffeechefs Wilhelm Felcher eine eigene Reparaturwerkstatt für grafische Maschinen ins Leben rief. Diese befand sich übrigens in der Erdmannstraße. Bei den anfänglichen Reparaturen sollte es dort allerdings nicht bleiben. Schon bald baute er seine eigenen Maschinen, bessere Maschinen wohlmehr. In dieser Zeit entstanden die ersten Steindruckpressen, ein Jahr darauf Kupferdruckpressen, Glätt- und Packpressen, später auch Satiniersalzwerke, Kniehebelpressen, aber auch Kopier-, Biege- sowie Stanz- und Papierschneidemaschinen. Er spezialisierte sich also immer mehr auf grafische Industriemaschinen. Leipzig galt damals als Hochburg in diesem Bereich. Er hatte also nicht nur den richtigen Riecher, sondern vor allem auch eine Menge Abnehmer. Ab 1857 konnten jährlich 38 Maschinen ausgeliefert werden, zu wenig nach damaliger Auftragslage, denn die kleine Werkstatt reichte längst nicht mehr, weswegen er nun in die Inselstraße umzog, denn die neuen Vertragspartner in Österreich, Russland, Spanien und Ungarn sollten nicht warten müssen. Frisch umgezogen entstand nun auch eine werkseigene Eisengießerei, was zu mehr Unabhängigkeit führte. 2 Jahre später startete Krause nun auch den Export seiner Waren in alle Welt, vor allem aber nach ganz Europa. 1867 kamen mit Gold-, Blinddruck- und Prägepressen nochmal 3 weitere Maschinen in Krauses Maschinensortiment. Die Mitarbeiterzahl stieg in dieser Zeit auf mittlerweile 57, das soll aber längst nicht alles gewesen sein. Karl Krause kaufte wohl 1870 das hier gezeigte Areal, auf welchem erst eine Eisengießerei und später ab 1873 bis 1874 das hier gezeigte 80.000 Quadratmeter große backsteinerne Fabrikgebäude entstand.
Hier war nun ausreichend Platz für Ideen und Produktion. Darüber hinaus war das Werk insgesamt ab 1893 mit 600 Beschäftigten hier im Leipziger Osten der größte Arbeitgeber. Ab dieser Zeit fungierte das Werk und Krauses Maschinenerzeugnisse zum führenden Werk für Buchbindereimaschinen im gesamten Deutschen Reich. Er trug also erheblich zur Mechanisierung und Industrialisierung des Buchbindereigewerbes reichsweit bei. Dafür erhielt Karl Krause 1893 den Ehrentitel der Stadt Leipzig zum Kommerzienrat. Dieser Titel wurde im Deutschen Reich bis 1919 nur an Persönlichkeiten der Wirtschaft verliehen, die sich durch Erfindungen und teilweise durch erhebliche Stiftungen für das Allgemeinwohl engagierten. 1902 starb Karl Krause. Auch wenn er selbst mindestens 10 Geschwister hatte, hatte Karl Krause selber nur eine Tochter mit seiner Frau Emily. Nach seinem Tod übernahm Krauses Schwiegersohn Heinrich Biagosch die Firmenleitung. Er selbst war bereits seit 1893 in der Firma tätig. 1906 entstand hinter dem Werk die Villa Krause, die millionenschwer aufwendig saniert nach vielen Jahren Leerstand und Verfall heute wieder in altem Glanz erstrahlt und erhalten blieb. Für diese Villa kamen wir allerdings zu spät, hier waren schon die Bauarbeiter am Werkeln. 1913 verzeichnete die Firma weiteren Zuwachs an Exporten und Produktionserzeugnissen, sodass die Mitarbeiterzahl auf 1500 anstieg. In den frühen Tagen des 19. Jahrhunderts hatte Karl Krauses Firma nun einen eigenen Gleisanschluss, einen eigenen Fuhrpark und auch eine eigene Werkfeuerwehr, die aber 1903 ein Feuer in einer Montagehalle nicht rechtzeitig löschen konnte. Die Halle musste schlussendlich neu gebaut werden. Die Geschichte ist wirklich sehr interessant und recht umfangreich. Vor allem das Thema Mundhygiene nimmt mit dem Stichwort Odol einen recht großen Teil ein. Aber alles kann ich euch leider nicht erzählen, dafür reichen die Videoaufnahmen leider nicht. Diese entstanden übrigens schon im Jahr 2015. Einige Aufnahmen von außen konnten wir noch zusätzlich drehen, aber ein Reinkommen war hier definitiv nicht mehr möglich. Heinrich Biagoschs Söhne übernahmen die Firma bis zum Zweiten Weltkrieg. In diesen schweren Zeiten erlitt auch das Werk schwere Bombentreffer, konnte aber weiter produzieren. Nach dem Krieg wurde das Werk beschlagnahmt, viele Maschinen wurden als Reparationsleistungen ausgebaut und gen Russland verschifft. 1948 kam dann die Enteignung und Verstaatlichung. Es entstand der VEB-Polygraph Karl Krause. Ab den 50er Jahren umfasste die Produktion vor allem Maschinen und Geräte für die polygraphische und Verpackungsindustrie. Man blieb also dem Ursprung teilweise treu, was auch Sinn machte. Die einstigen Besitzer und Firmenerben gingen nach Bielefeld und gründeten in Westdeutschland 1949 die Krause-Biagosch GmbH, die zwar seit 1975 zur Horstmann-Gruppe zählt, aber bis heute zu den führenden Unternehmen für grafische Industriemaschinen zählt. Hier in Ostdeutschland ging das Werk von einem VEB zum nächsten, sodass ich mir blöd vorkommen würde, diese ganzen Umbenennungen und Umgliederungen alle zu erwähnen. Das hier gezeigte Werk war ab 1979 Stammbetrieb des einstigen Industriekombinates Polygraph Werner Lamberts, weswegen das Gebäude von vielen bis heute als Lamberts Polygraph bezeichnet wird. Doch Werner Lamberts hatte mit dieser Anlage nur sehr wenig zu tun. Er war lediglich SED-Parteifunktionär und hatte mit Industrie weniger zu tun wie Mielke und Honecker persönlich. Insgesamt gab es in diesem Kombinat etwa 40 Betriebsstellen über ganz Ostdeutschland mit weit mehr als 16.000 Beschäftigten. Nach dem Ende der DDR zerfiel das Kombinat und die Betriebe wurden allesamt reprivatisiert, so gut es eben ging. Die Leipziger Buchbindereimaschinenwerke produzierten noch bis 1994 vom hier gezeigten Standort und wurden vom Eilenburger Bahnhof versorgt, den ich euch bereits letzte Woche zeigte. Solltet ihr das Video verpasst haben, blende ich euch das Ganze jetzt hier oben rechts ein. Danach tat sich allerdings nur wenig Positives. Schon kurz nach der Schließung wurden einige nicht denkmalgeschützte Gebäude abgerissen. Der Rest verwahrloste über Jahrzehnte. Entsprechend sah es dort auch aus. Graffiti, Müll, Unrat, spielende Kinder, Jugendliche auf den Dächern, Feuer, Vandalismus, das ganze Programm.
Doch in den letzten Jahren wurden immer wieder neue Projekte publiziert, nach denen man die einstige Krause-Fabrik wieder in das Stadtbild Leipzigs integrieren möchte. Das Problem an diesem Projekt sind die üblichen, die Größe, die Umsetzung und wie immer Geld- und Denkmalschutz. Es gab etliche Ideen für das Gebäude. Ich stelle euch in die Infobox wieder einige Links rein, wenn das bei euch auf Interesse stößt. Außerdem stelle ich euch einen umfangreichen Bericht zur Firmengeschichte mit hinzu. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich verabschiede mich jetzt wie immer mit noch einigen vielen Bildern von diesem Objekt. Wenn Karl Krause sehen könnte, was aus seinem Vermächtnis geworden ist, würde er sich wohl im Grabe umdrehen oder es glatt selbst in die Hand nehmen und ändern. Mal sehen, ob sich schon bald hoffentlich was Positives tut. Wir werden uns also wie immer gedulden müssen. Vergesst nicht, dieses Video zu liken und uns zu abonnieren, wenn ihr das nicht schon bereits getan habt. Ansonsten hören wir uns dann gerne nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Bis nächste Woche, macht's gut und ciao.